Ich schwitze immer sehr viel, deswegen brauche ich eine Taschenfederkernmatratze. Das ist häufig so eine Aussage, die hören wir von Kunden, wenn sie irgendwie zu uns kommen und sagen, ja, wir wollen eine neue Matratze. Und das Thema Schwitzen, klar, ist natürlich wichtig. Wir nennen es immer Bettklima. Aber es ist falsch, dass man auf jeden Fall eine Taschenfederkernmatratze benötigt, wenn man viel schwitzt, denn es gibt ganz andere Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Also vom Grundprinzip. Jeder von uns gibt generell über die Haut Feuchtigkeit ab und das natürlich auch nachts und gar nicht so wenig. Und wenn man jetzt ein bisschen in Physik aufgepasst hat, weiß man, Feuchtigkeit verdampft nach oben. Das heißt also, die Zudecke und das Oberbett sind unheimlich wichtig für ein vernünftiges Bettklima, für den Abtransport von Feuchtigkeit und deswegen natürlich auch genau dieser Punkt, wo man sagt, okay, was ist denn jetzt das Entscheidende, wenn ich viel schwitze? Ja, es ist natürlich die Zudecke, das Oberbett, es ist auch ein bisschen die Bettwäsche. Und wenn wir nach unten gucken auf die Matratze, dann ist es sehr, sehr stark der Matratzenbezug. Das heißt, ein guter Matratzenbezug ist verarbeitet mit Klimafasern, ähnlich wie bei Sportkleidung. Das heißt, Feuchtigkeit kann verdunsten und es gibt einen Wärmeeinschluss, damit man eben nicht friert. Genau das, was ein Oberbett auch macht, kann auch ein Matratzenbezug. Und der Matratzenkern, das heißt also das, was in dem Bezug ist, ob das jetzt ein Keilschaum ist, ein Taschenfederkern, Viskoschaum, Latex, klar, da gibt es kleine Unterschiede. Bei Taschenfederkern kann die Luft natürlich sehr, sehr gut zirkulieren. Latex ist sehr, sehr stark komprimiert, genauso gut wie ein Viskoschaum. Wenn ein Keilschaum offenporig geschäumt ist, dann gibt es da auch keine Probleme irgendwo. Also man muss sich genauer anschauen, welches Material sinnvoll ist. Ich würde immer erst in Richtung der Ergonomie gehen und niemals sagen, okay, weil ich viel schwitze, brauche ich einen Taschenfederkern. Wie gesagt, es gibt andere Faktoren, die zu berücksichtigen sind und damit würde ich definitiv auf jeden Fall erstmal starten.